Grenzner schnell nochmal. Heute gibt es einen Klassiker und zwar Pfifferlingsrisotto. Als erstes Topf, Olivenöl, feine Zwiebelwürfel anschwitzen. Nach einer knappen Minute kommt der Risotto-Reis dazu und wird mit angeschwitzt. Nach einer halben Minute wieder hauen wir ein paar Pfifferlinge mit dazu. Und noch einen kleinen Schuss Olivenöl hinterher und lass das auch einmal kurz anschwitzen. Prise normales Salz und dann mit einem Schuss Weißwein ablöschen. Weißwein ist verflogen, jetzt die Hitze reduzieren. Also ich bin jetzt hier, ich habe Stufe 9 ist das höchste, plus Turbo, ich gehe jetzt so auf 5 runter. Und jetzt gibt es warme Brühe, das ist wichtig. Ich habe jetzt hier Gemüsebrühe. So viel reingeben, dass das gerade so ein bisschen bedeckt ist. Und jetzt ist das entscheidend beim Risotto, dass das nicht so wie Wäsche kocht, sondern nur leicht köchelt und immer wieder so ein bisschen gerührt wird, dass sich die Stärke löst, dass es cremig wird. Und dann nach und nach immer wieder ein bisschen Brühe nachgeben. Aber das zeige ich jetzt. Da sieht man, der Reis hat die Brühe aufgenommen. Wieder ein bisschen frische Brühe nachlegen. Und dann wieder ein bisschen rühren gelegentlich. Und der Reis wieder die nächste Brühe aufnimmt. Das Risotto wird immer cremiger. Was wir machen? Die anderen Pilze. Schon mal ein Olivenöl anbraten. Die kommen nachher on top. Das Risotto ist in den letzten Zügen. Die Zwiebeln am Anfang ganz wichtig, erstmal ohne, die Pfifferlinge ohne Zwiebeln braten, damit das Wasser nicht gleich ausläuft. Jetzt seht ihr diesen kleinen knusprig, beziehungsweise am Röstaromen. Jetzt macht man so ein bisschen Zwiebel dazu, würzt das Ganze ab mit Salz und Pfeffer. Oder wie ich das mache, einfach nur mit meinem Gewürzsalz. Geschmack dran, fertig. Jetzt aber hier zum Risotto. Jetzt seht ihr hier, so soll es sein, dass man noch ein bisschen Flüssigkeit im Topf hat. Das ist der Moment. Butter kommt dazu. Jetzt die Butter ein bisschen glatt rühren. Jetzt reduziert er auch die Hitze. Ne? Man will ja beim Risotto, ist immer oft dieser Begriff, dieses cremige oder was so oft gesagt wird, schlotzige haben. So. Wenn ihr seht, die Butter über die Hälfte schon weg. Dann kommt Parmesan dazu. Man sagt auch Parmesan, Butter Minimum 1:1 eigentlich von der Menge her. Könnt ihr euch mal so ein bisschen so als, also es gibt, wie gesagt, da muss man dazu sagen, bei Risotto fragst du 100 Italiener, hast du 100 verschiedene Antworten. Auch das ist mein Weg, euch das zu zeigen, ne? Weil ich kenne viele, die sagen, nee, ich kenne das so, ich mache das so. Wir machen das jetzt ein bisschen so hier, ne? Erst die Butter, dann den Parmesan, sieht man hier, guck mal. Oh, das ist das, was man will. Dieses leicht cremige, weil es zieht gleich noch so ein bisschen nach. Ich würde sogar noch ein bisschen Parmesan reinmachen. Dann halten wir mal kurz noch den Finger rein. Geschmack, ich brauche mir gar nichts mehr machen. Parmesan hat genug Würze gegeben. Die Pfiffis sind fertig. Das Einzige, was noch dazu kommt, ist hier, würde ich aber wirklich bei den Pfiffis noch mit reinschmeißen, grob geschnittenen Schnittlauch. Und dann wird angerichtet. Die Pfiffis, die gebratenen on top. Oh, Mann. Und jetzt, kleiner Tipp von mir noch, on top noch so ein bisschen italienischen Schinken, Serrano, Parma. Wer sagt, ihr wollt vegetarisch bleiben, macht natürlich das nicht, aber das ist natürlich. Oder das auf Parmesan wahrscheinlich nicht machen. Aber anyway, ist ja nicht vegetarisch. Geil, guten Appetit. Risotto, guck mal, cremig, Schinken. Das ist dieser Grat, du musst das Reis hin, dass der Reis noch so ein bisschen ganz leichten Biss hat. Leichte Körnigkeit, aber trotzdem schlotzig, cremig ist. Frischen Pfiffis. Oh, nice. Hier ist die Einkaufsliste. Schönes Gericht. Und hier ist die Einkaufsliste für Pfifferlingsrisotto. Für zwei Personen braucht ihr 100 Gramm Risotto-Reis, 400 Milliliter Brühe, 50 Milliliter Weißwein, weiße Zwiebel, 300 Gramm Pfifferlinge, halbes Bund Schnittlauch, 50 Gramm Butter, 70 Gramm Parmesan, zwei Scheiben Schinken und 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl. Das war Hensler schnelle Nummer. Noch mehr Infos zu Hensler schnelle Nummer findet ihr auf henslers-schnelle-nummer.de. Bis zum nächsten Mal.